Ach du meine Güte, in was bin ich da nur hineingeraten? Das eine Mal besuchen wir eine schräge und abgelegene Party ohne unsere Bodyguards. Ach, die Art, wie ihre Augen noch offen sind. Und dieser Geruch, ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Warte. Okay. Oh Gott, oh Mann, es ist endlich geschehen. Meine Kochkünste haben jemanden getötet. Hat er das Menü gerade gegessen? Nein, aber was macht das jetzt noch aus? Nun... Oh Mann, oh Gott, oh Mann, oh Gott. Okay. Alles wird gut, richtig. Das FBI ist bereits auf dem Weg. Und die bringen dann die SWAT und die PETA, die bringen alles mit. Wer soll die PETA helfen? Jetzt, okay, sie könnten den Fuchs... Nein, der arme Fuchs. Nein, der arme Fuchs. Ich werde ehrlich sein. Wenn Sie mich fragen, werde ich sagen, einer von euch Gästen hat es getan. Es sei natürlich einer von uns, dass diese einmalige Chance stattdessen so erscheinen zu lassen. Ich meine, wenn ich dieses abscheuliche Verbrechen begehen würde, würde ich genauso vorgehen. Warte mal eben, habe ich es getan? Ich meine, ich glaube nicht, dass ich es bin, aber die Methode, der Zeitpunkt... Nein, das sieht alles viel mehr nach einem Mörder aus als nach mir. Oh nein, das ist einfach nur fürchterlich. Die Kochschule hat mich nicht auf so etwas vorbereitet. Ich hoffe nur, dass ich danach noch immer einen Job habe. Ja, gut. Krankenwagen? Ja, aber ich denke nicht, dass sie noch atmen. Was ist das? Feuerwehr nun? Alarmieren Sie alle. Ja, Feuerwehrautos bitte auch. Ja, ich weiß, es ist abgelegen, aber bitte beeilen Sie sich. Ja, das sind Dr. Alice Yu und Dr. Warden Haynes. Ja. Psst, weißt du, was seltsam ist? Wenn nur 4 Leute hier leben, warum benötigen sie dann 3 Köche? Wir haben keine Zeit für Witze. Was hast du vorhin oben gemacht? Das war kein Witz. Und was meinst du damit? Ich habe gesehen, wie du vorhin von oben heruntergekommen bist, kurz bevor ich die Leichen fand. Aber ich kam nicht von oben runter. Ich war in der Küche. Naja, okay, das habe ich auch gesehen. Dein Gelapper macht gar keinen Sinn. Ich plapper nicht. Ich weiß... Ach, dein Geplapper, nicht Gelapper. Schau mal, wir alle müssen uns einfach beruhigen. Das ist eine Menge zum Verdauen. Irgendetwas passiert hier, passt hier einfach nicht zusammen. Ein voll blutverschmiertes Schachbrett. Aha. Der blutbefleckte Körper wirkt steif. Warte, dann müssten die doch schon länger tot sein. Es ist 15.26 Uhr. Okay, die Uhr bewegt sich. Gut. Frau Ayuya, bitte halten Sie sich zurück und bewahren Sie einen respektlicheren Abstand. Oh, bitte, lieber, ich habe damals meinen gerechten Anteil an Leichen gesehen. Aber weißt du, was seltsam ist? Ich habe noch nie Wunden wie diese gesehen. Und erst Ihre Augen. Es ist fast so, als hätten Sie etwas Schreckliches gesehen. Das sind keine Schussverletzungen, geschweige denn Stichverletzungen. Bitte treten Sie hier zurück, Frau Ahuja. Wir wissen nicht, ob diese Körper gefährlich sind. Oh, hör auf mit deinem Gelaber. Es ist nicht so, als würde ich sie anfassen. Diese Wunden sind wirklich sehr... Okay, mehr sagt sie nicht. Diese Wunden sind wirklich sehr... Achso, das sagt auch sie, wenn wir mit ihm reden. Gut. Warte, wohin willst du? Ich gebe mir nur die Beine vertreten. Eigentlich, als ich heraufkam und das sah, warst du die einzige Person hier. Ist das wahr, Herr Reynard? Was haben Sie hier gemacht? Herr, also ich war gerade dabei, mir die Beine zu vertreten. Nun, eigentlich nein, ich habe Sie verfolgt. Lenny, nachdem sie die Küche verlassen hat, bin ich ihr nach oben gefolgt und... Entschuldigen Sie, aber die Frau war die ganze Zeit bei uns hier in der Küche. Ja, genau. Wir sind gerade alle gemeinsam hierher gekommen. Warum lügen Sie, Herr Reynard? Gibt es irgendetwas, das Sie uns sagen wollen? Ich lüge nicht. Sie ging auch nach oben. Ich schwöre, ich habe es gesehen. Vielleicht sollen Sie sich erst einmal hinsetzen, Herr Reynard.
Ich denke, Sie sollten nirgendwo hingehen. Nein, ich kann dies erklären. Lassen Sie mich erklären. Ich denke, ich kann... Okay, müssen wir jetzt vor denen wegrennen? Okay, im Bad einschließen ist eine gute Idee. Warum laufe ich weg? Ich habe nichts Falsches getan. Weil die mich lynchen wollen. Vorhin, als ich meine Hände hier wusch... Es ist echt lächerlich, so etwas zu denken, aber... Das Klopfen, das hat aufgehört. Jetzt ist wahrscheinlich die beste Zeit dafür. Die Tür ist offen. Hallo? Okay, wie spät ist es? Wie spät ist es? Kurz nach drei. Wir sind an dem Punkt zurück, nachdem die Gäste eingetroffen sind. Habe ich es wirklich getan? Habe ich die Zeit zurückgesetzt? Sie sollten bald fertig sein, bitte gesulden Sie sich noch ein wenig. Dr. Jo ist ein Nachbarspaar, Celine, nur noch ein bisschen mehr. Wie lange wollen die uns noch warten lassen? Bist du auch ängstlich? Eigentlich nur gelangweilt. Vielleicht sollte ich wenigstens mit Lindri reden. Hey, Lindri. Oh, du bist es wieder. Kann ich dir helfen? Ja, ich habe nur eine Frage. Findest du es merkwürdig, dass sie so viele Köche hier beschäftigen? So viele Köche, keine Ahnung. Wie viele haben sie denn beschäftigt? Wie bereits erwähnt, Lindri, und ich denke, dass es extrem ist. Ich denke, dass du es extrem faszinierend finden wirst. Oh ja, natürlich, über was sprachen wir doch gleich. Also, weil die meisten Katzenhaare in den üblichen Mülleimern entsorgt werden. Sie erinnert sich wirklich nicht oder eventuell behauptet sie dies nur. Okay. Okay, ich kann das herausfinden. Ich muss nur nachdenken. Ich habe gerade... Diesmal ist die Polizei da. In Ordnung, vielleicht komme ich damit nicht klar. Wo ist Lindri? Ich werde sie direkt fragen. Ich verstehe nicht, was könnte der Grund dafür gewesen sein? Ich meine sicher, sie waren ja tatsächlich keimfeindlich, aber das ist zu viel. Ich kann das nicht glauben. Dr. Jud, Dr. Hines, wer könnte das getan haben? Was wird mit ihnen passieren? Was wird mit mir geschehen? Und noch wichtiger, was wird mit meinem Knoblauch passieren? Oh, reiß dich zusammen, Junge. Welcher ausgebildete Koch hat nicht ein oder zwei Morde überstanden? Ja. Okay, sie beiden sollten mal langsam etwas ruhiger werden. Vor allem sie. Warten Sie, ich schreibe so schnell ich kann. Und als ich durch die Tür ging, da ist es passiert. Der feine Stoff meiner Hose verfing sich im Griff und hat sein zartes Futter zerrissen. Und dann habe ich die Leichen gesehen. Schrecklich. Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt, dass Sie die Leichen zum ersten Mal gesehen haben? Ja, das habe ich tatsächlich. Sie waren tot. Das ist einfach unverschuldbar schrecklich. Ich hoffe, ihre SWAT ist unterwegs. Ja. Ja, und dann würde ich die Fingerabdrücke und alle Beweise, die sie mit mir verbinden, wegwischen. Theoretisch? Theoretisch. Okay, aber sie haben etwas gesehen, das bei diesem Fall tatsächlich helfen könnte? Was? Das wird helfen? Sie erhalten direkte Theorien von mir, einem theoretisch kriminellen Drahtzieher. Mein Herr, ich glaube, wir benötigen ihren Namen und Ausweis. Oh Gott.
Gehen ist natürlich keine Option. Wie spät ist es jetzt? Es ist immer noch kurz nach drei. Die Tür ist verschlossen. Ist jemand da drin? Bleib weg, das ist mein Versteck. Ah, das könnte ein Problem sein. Aber ich denke, ich sollte sowieso zuerst Linry finden. Aha. Okay, der Ofen ist aus. Der Topf kocht nicht mal mehr. Okay. Hier ist. Ach, hier ist der Säufer. Die Enttäuschung hat sich auch hier. Hat sie auch hierher gebracht. Enttäuschung? Ich meine, fast in den nächsten Zimmer gesch. In den nächsten Zimmer geschah es schockierend und so, aber. Es ist nur eine Schande, dass es einen scheinbar faszinierenden Anfang stören könnte. Einen faszinierenden Anfang? Was ist da drunter? Du weißt, was das für ein Ding ist? Nicht die Details, aber das Briefing bei der NDA-Unterzeichnung sicher. Warte, hast du das NDA nicht unterschrieben? NDA? Non-Disclosure Agreement. Und ich fasse das als ein Nein auf. Nun, ich kann nicht viel sagen, aber hier ist ein Hinweis. Das Ding macht dich fertig. Sprich mit mir, wenn du mehr Antworten als Fragen hast. Okay. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Kätzchen! Hey, was machst du denn hier draußen? Die ganze Zeit hättest du so kommen können? Und ganz von selbst losziehen? Warte eine Minute. Könnte es sein? Ja, klar, genau. Nein, nein, das kann nicht sein. Das ist dumm. Jetzt ist sie auch weg. Hey, wo ist sie hin? Es ist offen. Ah. Oh mein Gott, es ist wahr. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Was ist mit den anderen beiden? Die Tür ist verschlossen. Das ist neu, also dass die Tür verschlossen ist. Okay, was ist eigentlich mit dem. Achso, das war der Baum an der Klippe. Das Loch ist leer. Warum ist die Katze so groß? Wie bitte? Warte, nein, das ist nicht, weswegen ich hergekommen bin, um zu fragen. Weißt du was? Ich werde es einfach frei heraus sagen. Es gibt zwei von euch. Das ist richtig. Ich habe es gesehen. Du warst an zwei Orten auf einmal. Außerdem denke ich, dass das Waschbecken unten verdammte Zeitzurücksetzung veranstaltet. Ich will ja nicht und täglich grüßt das Murmeltier sagen, aber da geht etwas Verrücktes vor sich. Dir ist klar, wie verrückt du klingst, ja? Oh, glaub mir, das weiß ich. Ich meine, ich bin verrückt, vielleicht. Aber ist das verrückt auf jeden Fall? Ich weiß nicht, was du von mir erwartest zu sagen. Beantworte mir nur dies. Hast du irgendeine Ahnung, wovon ich spreche? Ganz und gar nicht. Aha, du lügst. Wie kommst du darauf? Nun, schauen wir mal. Da unten liegen Leichen. Du bist alleine und ein Fremder nähert sich mit verrückten Geschichten. Wenn du bei all dem nicht mitmachst, wieso rennst du nicht weg? Und wohin sollte ich fliehen? Ich weiß nicht, irgendwie weg von mir. Schau, um ehrlich zu sein, du machst mir Angst. Aber mehr auf eine seltsame Art und Weise als. Ich weiß nicht, aber ich glaube einfach nicht, dass du der Mörder bist oder so. Woher weißt du das? Du kennst mich nicht. Und in Anbetracht der Umstände sogar ich würde denken, ich könnte der Mörder sein.
Ich bin mir nicht sicher, es ist nur ein Gefühl. Das ist etwas an dir. Ich habe nur den Eindruck, du kannst nicht der Mörder sein. Okay, ich weiß, dass das etwas Gutes sein könnte, aber warum fühlt es sich ein wenig entmännlichend an? Nun, warum läufst du nicht weg? Vor was? Vor mir? Warum sollte ich vor dir weglaufen? Ich meine, ein mysteriöser Fremder, der doppelt in einer zeitlosen Mordschleife erscheint? Wenn das, was du sagst, wahr ist, dann klingt es, als wäre ich der Verdächtige. Da kann ich dir nicht widersprechen. Weil ich glaube, ich spüre, dass es hier auch um dich geht. Ich meine, das ist so verrückt, dass ich das Gefühl habe, ich würde es immer noch verleugnen, aber... Du hast etwas an dir, das mir das Gefühl gibt, dass du auch nicht der Mörder sein kannst. Bring mich hin. Was? Das Waschbecken und du hast gesagt, es setzt die Zeit zurück. Du glaubst mir? Nein, mach dich nicht lächerlich. Aber in Anbetracht der Umstände will ich gerne sehen, was dich zu diesem Verhalten bringt. Also gut, ich denke, das ist das Beste, was ich mir erhoffen konnte. Komm schon, ich zeig's dir. Hey, sie folgt uns. Kennst du diese Katze? Wir haben uns vor 5 Minuten getroffen, wenn das zählt. Ja, denkst du, er ist der Täter? Nun, schaut nach einem Spielzeug auf dem Teppich da drüben aus, als... also wahrscheinlich nicht. Haha. Oh, warte, das ist tatsächlich eines. Gut, dann gucken wir noch. Also wir können, wenn wir sie dabei haben, nicht rennen. Ist nur die Frage, wie kriegen wir sie jetzt da raus? Die Tür ist verschlossen. Oh ja, da gibt es ein Problem. Bleiben Sie zurück. Lass es mich versuchen. Hey, ist alles in Ordnung da drin? Hau ab, ich lasse niemanden rein, bis meine Bodyguards hier sind. Schon gut, ich verschwinde. Könntest du einfach alle 5 Minuten oder so an die Tür klopfen? Was? Warum? Nur damit wir wissen, dass du noch lebst, natürlich. Ich meine, du bist ganz allein da drin. Wenn etwas passiert, würde es niemand mitbekommen. Und wer weiß, ob es noch andere Eingänge gibt. Diejenigen, die ausgegrenzt leben, sind schließlich leichte Ziele. Tatsächlich, dieser Mörder-Podcast, den ich gerade gehört habe, besagte... Na, schau mal einer an. Warum hörst du Mord-Podcast? Es ist kompliziert. Okay, ich bin doch neugierig, was jetzt passiert. Ist dies das Waschbecken, von dem du gesprochen hast? Ja. Alles klar, fahr fort. Fahr fort, ich werde der Zeuge sein. Wirst du es tun? Ich werde es tun. Oh, eigentlich warte. Was, du kannst dir nicht die Hände waschen, wenn jemand zuschaut? Nein, es ist nur... Was dagegen, wenn wir das zusammen machen? Warum? Ich meine, vielleicht gibt es auf diese Weise eine größere Chance, dass wir beide durch die Zeit reisen. Ich weiß nicht wirklich, wie das Waschbeckenbezogenes Zeitreisen funktioniert, aber ich bin es einfach leid, die einzige verrückte Person zu sein, jedes Mal, wenn ich aus diesem Bad komme. Ich hoffe, das ist kein abgekartetes Spiel, um etwas Schräges mit mir zu versuchen. Bitte dir nichts darauf ein, es gibt Leichen da draußen und ich bin nicht in der Stimmung. Und komm schon. Warte. Was? Nur für den Fall, dass das nicht funktioniert. Kannst du mir ein Geheimnis verraten, damit es leichter ist, dich davon zu überzeugen, dass wir uns schon einmal getroffen haben? Du klingst von Minute zu Minute skurriler. Ich weiß. Lavendel. Wie? Einfach Lavendel. Okay. Warte. Was? Du sagtest, du hast mich in diesen anderen angeblichen Zeitlinien getroffen? Ja, ich dachte, du glaubst nicht daran. Tue ich nicht, aber... Ist egal, schau, ich bin nur neugierig. Was habe ich dir erzählt?
Nun, wir haben nicht wirklich viel geredet, aber... Oh, du sagtest, es gäbe etwas, das du mich fragen und mir zeigen wolltest. Das war das erste Mal, dass ich dich gesehen habe, glaube ich. Hm. Irgendeine Idee? Keine Ahnung. Okay, bringen wir es hinter uns. Richtig. Warte. Was? Schon gut, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ah, okay, dann mal los. Sollte irgendetwas passieren? Keine Ahnung, ich denke, vielleicht ist es schon passiert. Die letzten paar Mal habe ich einfach das Wasser aufgedreht und wusch mir die Hände. Und schloss meine Augen so. Dann öffnete ich meine Augen und ging nach draußen. Und ich bin alleine. Lin? Linri? Okay, wir können nur alleine reisen. Hey. Eine goldene Toilette, ja. Seife und flüssige Seife. Gut, ich würde aber sagen, auch wenn es ein Cliffhanger ist. Oh, Party. Und Optionen. Vollbild, ja. Ups. Vollbild, ja, bitte. Entschuldigung. Es war ganz kurz ein bisschen klein, denke ich. Aber zum Glück, ja, Quincy. Nein, Maus wieder aktivieren, bitte. So, danke. Speichern wollte ich. Oh, Autosave. So, gespeichert ist. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle unseren ersten Cut. Also, die Story ist schon mal sehr interessant und seltsam. Mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Also, ich kann es schon mal nicht ernst nehmen, muss ich sagen. Auch wenn da Morde und so passieren, ich kann es nicht ernst nehmen. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.